Das Buch Schmidt Demokratieleben wirft Schlaglichter auf ein knappes Jahrhundert deutscher und auch internationaler Zeitgeschichte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Kanzlerschaft Helmut Schmidts von 1974 bis 1982. Und viele der geschilderten Problemlagen beschäftigen uns trotz aller seitherigen Veränderungen auch heute noch. Der Diplomatenpass. Mit diesem Dokument konnte Helmut Schmidt auch nach dem Ausscheiden aus dem Kanzleramt 1982 seinen vielfältigen Reisetätigkeiten nachgehen. Er hielt international Vorträge, baute neue Netzwerke auf und knüpfte auch an alte Kontakte an. Die intensive Verknüpfung des Biografischen und des Politischen, sein Aufwachsen in den Jahren der Weimarer Republik, seine Zeit als Soldat im Zweiten Weltkrieg haben seine späteren politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen sehr stark geprägt. Der Buch- und auch Ausstellungstitel Demokratieleben weist darauf hin, wie wichtig für Helmut Schmidt seit seines Lebens Demokratie war, insbesondere die demokratischen Prinzipien von Debatte und Kompromiss. Und ganz in diesem Sinne zeigen wir historisch kontrovers diskutierte Problemlagen auch in einem Pro und Contra, sodass eben der Leser und die Leserin sich selber eine Meinung bilden kann über diese heiß debattierten Themen der Zeit.